Viele von euch haben sich's gewünscht und ja, heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch mein perfektes Burger Bun Rezept. Da ein Rezept mit ein paar Zutaten und ein bisschen Teig kneten natürlich nicht ein ganzes Video ausfüllen könnte, habe ich mir gedacht, ich zeige euch noch ein zweites geiles Backrezept. Und zwar ein simples Krustenbrot, wenn ihr es so nennen wollt. Für den Brotteig brauchen wir zuerst 600 Gramm Mehl vom Typ 1050. Das hat einen besonders hohen Proteinanteil und ist deswegen perfekt für elastische Teige. Zum Mehl geben wir eine Packung Trockenhefe und ca. 12 Gramm Salz. Wir wollen den Teig am Ende mit ca. 75% Hydration haben, geben jetzt aber nur 400 ml Wasser dazu. Die restlichen 50 kommen später dran. Vermischt den Teig mit einer Gabel, bedeckt ihn mit Frischhaltefolie und lasst ihn für 20 Minuten stehen. Diesen Vorgang der Autolyse kennt ihr schon aus meinem Pizza-Video. In diesem Vorgang verbinden sich Mehl und Wasser erst richtig und das Kneten fällt später leichter. Wenn die 20 Minuten um sind, nehmt euch nochmal 50 ml Wasser, gebt sie auf den Teig und macht dabei auch eure Hände ein bisschen nass. Das hilft enorm, weil der Teig sehr, sehr klebrig ist. Gebt ihn auf eure Arbeitsfläche und knetet ihn jetzt gut durch. Der Teig ist so feucht, dass hier konventionelle Knetmethoden wirklich zum Scheitern verurteilt sind. Deshalb machen wir sogenannte Slap and Folds. Nehmt dafür den Teig, hebt ihn hoch, schlagt ihn auf eure Arbeitsfläche, zieht ihn nach hinten und faltet ihn nach vorne. Nehmt ihn dann von der Seite und wiederholt das Ganze. Wenn ihr den Teig so für mindestens 15 Minuten lang durchknetet, wird er eine schöne glatte Struktur bekommen und er wird sich auch langsam von der Arbeitsfläche lösen. Gebt ihn wieder zurück in die Schüssel, bedeckt diese mit Frischhaltefolie und gebt den Teig über Nacht in den Kühlschrank, wo er langsam gehen kann. Ach ja, ein Tipp noch, wenn ihr später nicht das hier machen wollt, dann schaut, dass ihr eine Metall- oder Steinarbeitsfläche verwendet. Holz ist bei dem Teig wirklich gar nicht gut. Nehmt am nächsten Tag euren Teig aus dem Kühlschrank. Wenn dieser jetzt so kalt ist, lässt er sich tatsächlich viel besser verarbeiten und klebt nicht so sehr. Gebt ihn auf eure Arbeitsfläche, knetet ihn noch ein paar Mal durch und formt ihn dann zu einer Kugel. Das geht am besten, indem ihr den Teig zu einem Dreieck auseinanderzieht, die drei Ecken in die Mitte faltet, ihn dann umdreht und den Teig mit euren Händen auf der Arbeitsfläche herumschiebt, solange eure Finger noch Kontakt mit der Arbeitsfläche haben. So bringt ihr praktisch den Teig unter sich selbst und generiert so Spannung an der Oberfläche, die die Kugel zusammenhält. Wenn ihr zufrieden seid, müssen wir den Teig in ein Gefäß geben, in dem wir ihn gehen lassen können. Wenn ihr ein Bread Basket oder ähnliches habt, könnt ihr das natürlich nehmen. Ich habe keins. An sich braucht man hier etwas, was die Form der Kugel hält und aber auch Luftzirkulation erlaubt. Ich habe hier jetzt einfach ein Sieb genommen. Bemehlt diesen gründlich von innen und gebt eure Kugel mit der Oberseite nach unten herein. Bedeckt das Ganze mit einem Küchentuch und stellt es an einen warmen Ort für ca. 1,5 bis 2 Stunden oder bis der Teig nochmal merklich aufgegangen ist. Eine halbe Stunde bevor ihr denkt, dass euer Teig fertig sein wird, können wir ans Backen denken. Um diese unglaublich geile Kruste auf einem Brot zu kreieren, müssen wir gewissermaßen einen Ofen im Ofen bauen. Und das geht am besten mit einem schweren Schmortopf. Gebt diesen mit Deckel in einen Ofen und heizt ihn auf 250 Grad Ober-Unterhitze vor. Nach einer halben Stunde sollte der Topf natürlich ziemlich heiß sein. Nehmt ihn heraus und gebt euren Teig vorsichtig hinein. Jetzt könnt ihr ihn noch einschneiden, dafür braucht ihr aber ein sehr, sehr scharfes Messer oder wie ich hier eine Rasierklinge. Und um das Aufgehen des Teiges im Topf zu begünstigen, brauchen wir Dampf. Den generieren wir, indem wir kurz vor Schließen des Deckels ein paar Mal mit einer Sprühflasche Wasser hineingeben. Deckel drauf und ab in den heißen Ofen, den wir jetzt auf 220 Grad runterschalten. Stellt euch einen Timer auf 20 Minuten und beobachtet, wie geil euer Brot aufgeht. Wenn die 20 Minuten um sind, könnt ihr den Deckel herunternehmen und die Kruste schön bräunen lassen. Wenn ihr mit der Farbe zufrieden seid, wird euer Brot fertig sein. Das kann nochmal so 25 bis 30 Minuten dauern. Nehmt den Topf aus dem Ofen und genießt den Anblick eures Meisterwerks. Nehmt es heraus und klopft einmal unten drauf. Wenn es hohl klingt, dann ist euer Brot definitiv fertig. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt soeben ein geiles Brot daheim gebacken, was durch diesen Schmortopftrick eine unglaublich geile Kruste besitzt. Nun aber zu dem Punkt, worauf ihr alle gewartet habt, mein Burger Bun Rezept. Das ist an sich auch ein Hefeteig, wir brauchen hierfür aber ein ganz anderes Mehl, nämlich Type 550. Das hat auch einen sehr hohen Proteinanteil, hat aber nicht so viel vom Korn drin, weswegen es viel weißer und lockerer ist. Nehmt euch also 500 Gramm 550er Mehl, gebt wieder ein Päckchen Hefe dazu, 30 Gramm Zucker, 10 Gramm Salz und 300 ml warme Milch.
Dieser Teig ist extrem klebrig, nochmal eine ganz andere Nummer wie den Brotteig, den wir vorhin hatten. Deshalb knete ich den am liebsten mit der Küchenmaschine. Ihr könnt es von Hand machen, es ist euch überlassen, macht einfach genau wieder diese Slap and Folds wie vorhin, ist halt eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Knetet nun also den Teig auf hoher Stufe durch und gebt dann nach ca. 5 Minuten nach und nach 150 Gramm zimmerwarme Butter dazu. Da wir den Teig vorher schon ein bisschen elastisch geknetet haben, setzt sich jetzt die warme Butter zwischen die Schichten aus Teig und wir kreieren so quasi einen rudimentären Blätterteig, weswegen die Brötchen nachher im Ofen nochmal einen Wahnsinnsboost kriegen. Knetet nun den Teig durch, bis er sich gut von der Schüssel löst. Das kann bei so einem klebrigen Teig eine Weile dauern. Meiner hat hier 20 Minuten gebraucht. Nehmt ihn vom Knethaken und bedeckt das Ganze mit Frischhaltefolie. Stellt ihn nun an einen warmen Ort zum Gehen, bis er sich in der Größe verdoppelt hat. Das kann je nach Temperatur unterschiedlich dauern, bei mir waren es ca. 1,5 Stunden. Wenn der Teig dann so aussieht, schlagt mit hoher Gewalt die ganze Luft raus. Gebt ihn auf eure Arbeitsfläche und knetet ihn nochmal kurz durch. Das geht am einfachsten, wenn ihr eure Hände ein bisschen einölt, weil der Teig wirklich ziemlich feucht ist. Der Teig hier reicht für 8 Burgerbrötchen. Teilt den Teig deshalb durch 2, diese Hälften nochmal und dann die Viertel einfach nochmal. Drückt die Teigbollen leicht flach und faltet wie beim großen Brot vorhin die Ecken nach innen, sodass ihr eine kleine Kugel kreiert. Legt diese Kugel auf die Arbeitsfläche und rollt mit eurer Hand darüber. Solange ihr die ganze Zeit mit euren Fingern Kontakt mit der Arbeitsfläche haltet, passiert hier Magie. Gebt eure Teigkugeln jetzt auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und gebt ihnen dabei genug Platz, um nochmal aufzugehen. Wir geben da jetzt nämlich einfach ein anderes Backblech drüber und stellen diese nochmal für 1,5 bis 2 Stunden an einen warmen Ort, bis sie nochmal schön aufgegangen sind und so aussehen. Jetzt bestreichen wir die Brötchen noch mit einer Mischung aus einem Eigelb und einem kleinen Schluck Milch. Und wenn ihr wollt, ist hier jetzt der Zeitpunkt, Sesam oder Samen eurer Wahl draufzugeben. Diese Brötchen kommen jetzt in einen auf 180 Grad Umluft vorgeheizten Ofen. Wenn ihr keine Umluft habt, nehmt 190 Grad, dann werden sie halt nicht ganz so gleichmäßig. Mit dem Ofen habe ich eine Backform vorgeheizt, in die ich jetzt kochendes Wasser gebe. Der Dampf, der dadurch entsteht, hilft wie beim Brot vorhin den Brötchen noch beim Aufgehen. Entfernt nach ca. 5 Minuten die Wasserschale und backt die Brötchen fertig, bis sie goldbraun sind. Das kann dann insgesamt zwischen 15 und 17 Minuten dauern. Nehmt eure goldenen Babys aus dem Ofen und bestreicht sie am Schluss noch mit geschmolzener Butter. Das hat noch niemandem geschadet. Die sind wirklich so unglaublich luftig, weich, butterig, einfach genial. Es ist wirklich nicht zu beschreiben, auf was für ein Level so ein Brötchen euren nächsten Burger hebt. Und da habt ihr es, zwei wunderbare Backrezepte aus der Home Kitchen Intensified, oder sollte ich sagen Home Bakery Intensified. In jedem Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, dann abonniert ihn jetzt hier unten. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich schon, Bilder von euren Brötchen und Broten auf Instagram zu sehen. Folgt mir da gerne, @homekitchen_intensified, Link ist in der Beschreibung. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Home Kitchen Intensified. Wie lange schleudert denn die fucking Waschmaschine noch? Ah. Ach ja, jetzt habe ich das Ding wieder nicht angemacht.